Ein Freudentag für den ganzen Bezirk Rohrbach war die Eröffnung des neuen und lang ersehnten Bezirkshallenbades Aquaro. Auch wir waren bei diesem denkwürdigen Ereignis mit dabei. Mit einem Großaufgebot an Ehrengästen und musikalischer Umrahmung der Stadtmusikkapelle Rohrbach-Berg wurde der Festakt eröffnet. Dabei waren auch die Volksschüler von Rohrbach-Berg, die eigens Lieder für dieses besondere Ereignis einstudiert haben. Pack die Badehose an, nimm dein kleines Schwesterlein und dann misch sie rein ins Hallenbad. Ja, wir radeln wie der Wind durch ganz Rohrbach so geschwind und dann sind wir bald. Bei den Festreden wurde Rückschau gehalten auf die vielen Meilen und Stolpersteine, die sich bis zur Realisierung dieses Bezirkshallenbades ergeben haben. Begonnen hat der gesamte Prozess mit dem denkwürdigen Datum 12.12.2012, als das Hallenbad in Haslach geschlossen wurde. Der Zusammenschluss aller 37 Gemeinden und ein langer Atem haben sich schlussendlich bezahlt gemacht. Und nun dürfen die lohnenswerten Früchte geerntet werden. Es ist einfach ein tolles Gefühl, wenn man jetzt dann nach fast 10 Jahren am Ziel ist, am Ziel seiner Wünsche, am Ziel seiner Arbeit. Und wenn das dann so eine tolle und stimmige Feier ist, wie das heute war. Ich habe es meiner Ansprache schon gesagt, dass an Tagen wie diesen könnte ich die Welt umarmen. Und darum, es ist so ein Tag heute. Ein Tag, der nur durch die tatkräftige Unterstützung vieler überhaupt möglich wurde. Die Finanzierungssumme insgesamt wird bei ca. 15.250.000 € liegen. Und aufgeteilt hat sich das mit 10,2 Millionen Euro seitens des Landes Oberösterreich. 500.000 € ist für Liederprojekte hereingekommen, also die Regionsrutsche, die Aquacross-Anlage und die Boulderwand. Und weitere 300.000 € hat der Wirtschaftspark Region Rohrbach beigesteuert. Und der Rest, ca. 4 Millionen Euro, kommt von den Gemeinden des Bezirkes. Es ist wirklich sehr beeindruckend gelungen, ein modernes, ein sehr freundliches, offenes Bezirkshallenbad, auch mit vielen Zusatzangeboten hier Erlebnisse zu haben. Also ich kann dazu nur gratulieren, nach der langen Vorgeschichte ist es wirklich ein Schmuckstück geworden. Jetzt erleben Sie ja nachher nicht das, wenn es dann wirklich zum Boden ist, also wenn es da selber gerne eingesprungen hat. Also aufgrund der angenehmen Badetemperaturen drinnen und weil alles blitzt und blankt, macht schon Gusto aufs Baden, aber leider muss ich auch zum nächsten Termin weiter. Nicht entgehen ließ es sich Bürgermeister Andreas Lindorfer, der mittlerweile zum Bezirksbademeister aufgestiegen ist. Mit einem beherzten Sprung ins kühle Nass brachte er seine große Freude über das gelungene Projekt zum Ausdruck. Wie war der erste Sprung da ins Wasser? Es war ein tolles Gefühl und einfach, wie sagt man bei uns, einfach geil. Für Staunen sorgten dann 4 junge Schwimmtalente der Volksschulen Eigenschlegel und Ulrichsberg, die Moderator und Paralympicsportler Andreas Onea in einem Wettbewerb über 4 Längen herausforderten. Hast du mit so einer Leistung gerechnet von Volksschülern? Nein, das ist wirklich vorher runtergespielt worden. Nein, mach dir keine Sorgen, du schaffst das, du machst das. Und dann sind hier 4 großartige Spitzenschwimmerinnen. Aber man muss einfach auch wissen, wann man die Staffel an die nächste Generation übergibt. Aber du warst da meisterlich, also ganz toll. Wie gefällt es dir da? Also wie war das Schwimmerlebnis da? Ja, großartig. Als ich reingekommen bin, ich habe es ja online gesehen und auf Fotos gesehen. Und dann bin ich reingekommen, das Ding ist riesig und so viel Fläche für alle möglichen Aktivitäten, einfach großartig und das ist einfach so toll, dass es hier in dieser Region das gibt. Wieso könnt ihr so gut schwimmen? Weil wir so viel trainiert haben. auf das heute oder allgemein, dass ihr viel schwimmen? Ja, wir haben immer so in der Woche haben wir zum Beispiel Montag, Mittwoch haben wir immer trainiert gehabt. Und jetzt das neue Hallenbad, was sagt ihr denn dazu? Also mir gefällt es voll, ich finde es voll cool.
Seid Sie heute das erste Mal da drinnen gewesen? Nein. Habt ihr es schon probieren dürfen vorher? Ja. Haben Sie da jetzt die Besten der Besten ausgesucht, gell? Ja. Trainiert wurden sie von Michael Hofer, den wir zuletzt als Gewinner des Race Around Austria vor der Kamera hatten. Die kennt man eigentlich nur von Radfahren. Jetzt begibst du ins Wasser. Meine eigentliche große Leidenschaft ist ja Schwimmen. Und mir macht es riesengroße Freude, die Kinder das weiterzugeben, das die Kinder zu ermöglichen, im jungen Alter schon von 5-6 Jahren lernen zu schwimmen und dann auch graulen. Und ja, das macht mir richtig großen Spaß. Und du hast das bestens trainiert, dass heute sogar den Bewerb gewinnen. Ja, wir haben uns gut vorbereitet, wie immer, weil ohne Vorbereitung geht nichts. Und ja, und sie haben es wirklich geschafft, dass das ausgegangen ist. Hat mich voll gefreut. Und auch die Junggebliebenen sind hier in Zukunft herzlich willkommen. Als Seniorenfunktionär haben wir uns schon im Vorfeld Gedanken gemacht, wie wir den Senioren, die schon lange nicht mehr in einem Hallenbad gewesen sind, schmackhaft machen. Und haben ab Jänner fangen wir einen Senioren-Wassergymnastikkurs an. Das sind 8 Einheiten. Jetzt proben wir es einmal, testen wir es einmal, wie das ankommt. Aber die Resonanz ist schon sehr groß. Groß und klein sind begeistert über das neue Bezirkshallenbad in Rohrbachberg und dürfen sich auf zahlreiche Attraktionen und Challenges freuen. Es freut sich wirklich jeder über dieses Projekt und wir haben ja am Mittwoch, also vor 3 Tagen, schon ein Probeschwimmen gehabt mit den Bürgermeisterkolleginnen und Kollegen. Es hat einen Rutschenwettbewerb gegeben, es hat Zeiten unter 7 Sekunden gegeben und diese Zeiten, die sind sicher für die Besucher, die was morgen hoffentlich zahlreich zu uns ins Hallenbad kommen, zu toppen und ich bin schon gespannt, wer der erste Rutschenkaiser sozusagen am ersten Tag wird. Die Öffnungszeiten während den Ferien sind täglich von 10 bis 20 Uhr. Alle weiteren Infos und Tarife finden Sie unter aquaro.at.